Quälen im Dienste der Wissenschaft. Für Leonie Harm, Anna-Theresa Rottluff und die anderen Mitglieder des Junior-Teams Germany gehört das zur Vorbereitung auf die neue Saison. Die Mädchen werden im Olympiastützpunkt Rhein-Neckar auf jede Fertig- und Fähigkeit getestet. Ich glaube, es macht schon allen Spaß. Erstens, weil man halt alle wieder sieht. Und ich meine, man macht es ja für sich selber, dass man halt die Schwächen dann im Winter auch trainieren kann. Es ist natürlich anstrengend und man muss sich auch konzentrieren, aber es macht auf jeden Fall Spaß. 2 Tage lang heißt es, gegen Widerstände angehen, springen und laufen. Was Golf unspezifisch aussieht, produziert eine Datenflut, auf die sich Christian Marisco freut. Denn das ist die Arbeitsgrundlage des neuen Athletik-Bundestrainers. Wir haben die Möglichkeit, hier über die Testbatterie am OSP genau herauszufinden, wo die Schwächen, aber auch Stärken der Athleten sind. Und basierend dann auf diesen Ergebnissen fallen dann die Trainingspläne aus. Alle Ergebnisse landen in einer großen Datenbank. Mucki Rottluff, Franziska Friedrich und Co. werden die Übungen dann im Kraftraum und auf dem Platz umsetzen. Ganz nach dem Motto, gute Golferinnen werden im Winter gemacht. Mein Wunsch ist und das Ziel ist auch von der ganzen Leistungsdiagnostik, dass wir über die nächsten Jahre immer verfolgen können, wie gut jede Spielerin in den einzelnen Bereichen war, wenn sie beispielsweise 14 Jahre alt war, wie weit hat sie da den Ball geschlagen, wenn sie 16 Jahre alt war, welche Kraftmesswerte hatte sie beispielsweise im Beinbereich und dass darüber auch über die nächsten Jahre so ein ganz toller Rahmentrainingsplan entstehen kann, dass man genau sehen kann, wenn eine Spielerin mal oben angekommen ist und olympisches Gold gewonnen hat, dass man sagen kann, mit 15 war sie so gut. Und ihr müsst mit 15 auch so gut sein, damit ihr auch eine Chance habt. Absolute Chancengleichheit herrschte beim abschließenden Bogenschießen. Statt Kraft, wie am Morgen, war hier Konzentration und Genauigkeit gefragt. Den Mädchen gefiel die aktive Erholung, zumal die Ergebnisse diesmal nicht im Fokus standen.